Hallo, liebe FICO-Freunde, herzlich willkommen. Wir haben jetzt Anfang September, August ist vorbei. Ich nehme mir mal kurz die Maske ab. Wir hatten Betriebsurlaub und es ist wieder bei uns richtig toll losgegangen. Und ich dachte, dass ich das mal zum Anlass nehme, um Ihnen ein paar Neuigkeiten zu zeigen. Wir haben im August eine ganze Reihe von neuen Modellen bekommen, die ich Ihnen gerne mal vorstellen würde. Als erstes wollen wir mal anfangen mit einem Personenwagen, dem Eurofima. Der ist gerade gekommen, der ist schon aus der Produktion und wird im September ausgeliefert. Ich habe mir mal eine Liste gemacht, damit ich Ihnen auch ein paar Informationen geben kann. Kostet ungefähr 60 Euro. Und ja, ich finde, ist ein tolles Modell geworden, wunderschön bedruckt, läuft toll. Ja, ich dachte, dass es für Sie ganz interessant ist. Hallo Dr. Milfer, grüß Sie. Ich sehe, Sie haben gerade einen neuen Eurofima. Ich habe auch noch einen von den Schweizern. Sollen wir vielleicht einfach dazu zeigen? Ja, was haben Sie denn da? Haben Sie gerade bekommen? Ist gerade gekommen. Ich dachte, ich bringe ihn noch schnell rein, wenn Sie das präsentieren. Und da passt ja hervorragend. Und ich sehe, Sie haben auch schon die neue Kurzkupplung dran. Dann machen wir das auch noch schnell. Hier liegen ein paar. Kurzkupplung. Das passt ja hervorragend. Dann können wir die gleich mitzeigen. Übrigens, die Kurzkupplung, ich glaube, die habe ich Ihnen schon mal in China gezeigt. Und die Kurzkupplung haben wir auch in elektrischer Ausführung mit zwei Leitern. Habe ich lange mit meinen Mitarbeitern diskutiert. Die wollten immer nur eine Leitung machen. Ich habe gesagt, nichts da, da werden zwei Leiter dran gemacht, damit man auch was durchschleifen kann. So, jetzt müssen wir den wieder draufstellen. Ach, übrigens, das ist der Matthias Fröhlich, unser Produktmanager, kommt gerade vorbei. Und ja, ist eine gute Gelegenheit, weil er kann Ihnen viel mehr erzählen als ich. Also, Herr Fröhlich, komm, wir setzen uns mal zusammen hier. Sie haben ja Maske auf, ja, also da darf ich mal ohne Maske, kommen Sie ruhig ein bisschen näher. Ja, dann erzählen Sie mal, was... Das ist der Schweizer jetzt? Das ist der Schweizer und passt ganz gut. Können wir mal zusammen zeigen. Können wir auch zeigen, wie toll die Kurzkuppeln jetzt. Die Schweizer und die Deutsche Bundesbahn haben ja damals jeweils erste Klasse Wagen bestellt von den Eurofima-Wagen. Und muss sagen, echtes Highlight. Bei dem Deutschen, den haben wir gestaltet, dass er zu unseren IC79-Wagen auch von der Beschriftung passt. Das heißt, es ist auch einer, der in den Intercity Ernst Barlach reinpasst. Und ganz großes Highlight, also die Drehgestelle sind super geworden, die Anschriftenfelder sind toll geworden und da muss ich sagen, da haben unsere Konstrukteure wieder ganze Arbeit geleistet und fahren super durch die Radien durch. Welchen Radius können die alle Radius fahren, auch R1? Die können auch mit R1 fahren, empfehlen bei so langen Wagen. Ja, das sieht natürlich nicht gut aus. Ganz aber genau. Es kann ja sein, dass einer R1 hat und dann rutscht er aus der Kurve raus und so. Das ist natürlich nicht so toll. Nein. Aber aufpassen mit irgendwelchen Weichenlaternen, also wenn es die auf Wechselstrom Gleisen fahren lassen, könnte es sein, dass da manchmal, wenn die ganz eng sind, dass die Weichenlaternen Probleme haben mit engen Radien. Ja, also wir haben natürlich geguckt bei den Schürzen, dass das passt, aber so ein R1 und dann gleich eine Bogenweiche vom Wechselstromsystem, da kann es dann schon mal ein bisschen kritisch werden. Aber es sieht toll aus. Ah, es sind tolle Wagen. Super, super geworden. Ja. Nee, die machen einfach nur Spaß. Also das ist... Das sind die Personenwagen, werden ausgeliefert werden ausgeliefert Ende September. Fällt mir noch was ein, wenn Sie sich den Wagen genau anschauen, der hat im Moment keine Trittstufen. Herr Fröhlich, wo sind die Trittstufen? Ja, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich da so reinkomme, aber die liegen doch bei mir auf dem Schreibtisch, okay. Sind super leicht montierbar. Also die passen wirklich hervorragend in die Löcher mit rein und ist in halb kürzester Zeit gemacht. Und bei der DB-Version, da haben wir sie ja schon dran. Da sieht man es ja, wie sie wirken. Und ja, also wie gesagt, also keine Aufregung im Netz, Trittstufen sind da, alles gut, alles gut. Ich hatte ja gesagt, dass ich Ihnen ein paar Sachen zeigen werde. Jetzt nehmen wir mal die Eurofima-Wagen zur Seite und gucken mal, was wir noch so im Angebot haben. Und jetzt schauen wir mal, was kommt denn da? Gibt es da irgendwas, was hier vielleicht herfahren könnte?
Erstmal macht's auch Spaß. S499. Sie erinnern sich, ich habe Ihnen damals in China das Modell gezeigt. Das war damals noch so die ersten Abspritzungen oder zweiten Abspritzungen, weiß ich nicht mehr. Und jetzt ist das Teil fertig. Katastrophe, was die Farbgebung anbelangt. Ich sage Ihnen, das ist gigantisch. Wenn Sie sich da überall die kleinen roten Linien und gelben Linien und silbernen Linien anschauen, unsere Mitarbeiter in China sind fast verzweifelt. Ist im August gekommen und ich glaube, ist ein gigantisches Modell geworden. Jetzt stelle ich das mal ein bisschen hier rüber. Vielleicht steht es jetzt nicht gleich ganz auf den Gleisen, wenn ich das nicht so richtig schaffe. Aber ich habe gedacht, dass ich das mal Ihnen da noch mal in der Drehung zeige. Ich muss mal gucken, dass wir das hier draufstellen können. Ich sehe das immer mit meiner Brille nicht. So. Jetzt haben wir es. Okay. Herr Fröhlich, was sagen Sie denn dazu? Ja, erstmal war es auch für uns eine Katastrophe. Nicht nur für unsere Kollegen in China, was die Farben angeht. Aber es war halt ein Herzensprojekt von uns und auch ein Herzensprojekt von Skoda, das mit uns zu entwickeln, diese tolle Lok. Und wir haben uns sehr viel Mühe gegeben bei den authentischen Farben, bei der Umsetzung. Sie sehen es auch schon am Dach oben, so viele unterschiedliche Farben, unterschiedliche Drucke. Dann die feinen Scheibenwischer, die wir dran haben, die feinen Windabweiser an den Türen. Also das ist ein echtes Highlight und da muss ich sagen, wir haben uns alle total in die Lok verliebt. Die ist so exotisch von ihrer Optik, aber auch so aufwendig und ganz großes Kino geworden. Was ich übrigens auch ganz toll finde, das wird manchmal als so Selbstverständlichkeit hingenommen, aber ich denke, es ist auch eine Besonderheit von Pico. Wenn wir uns mal die Frontfenster angucken, die werden so lange poliert, bis da wirklich keine Schliere mehr drin ist, bis überhaupt nichts irgendwie stört. Und das sehen die einfach aus wie richtiges Glas draußen, wie frisch geputztes. Und ich denke, das verdient auch wirklich ein großes Lob, was unsere Kollegen da machen. Und wie gesagt, ist für uns alle eine richtige Herzenslok geworden. Tolles also, Maschinchen. Wenn ich mir die so anschaue, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir sie damals vor einigen Jahren uns angeguckt haben bei der Neuheitenbesprechung, um dann zu entscheiden, ob wir die machen. Ich fand die Lok ja damals fürchterlich hässlich. Also die hat mir eigentlich gar nicht gefallen. Aber weil sie so hässlich war, habe ich gesagt, ist sie interessant. Und jetzt muss ich sagen, ich weiß ja nicht, weil ich sie jetzt so häufig gesehen habe oder ob das so ist wie mit den eigenen Kindern. Die können noch so hässlich sein und dann trotzdem sind sie immer schön. Aber was natürlich nicht für meine Ja, natürlich, für meine ich auch nie dazu. Aber ich finde, die sieht ja richtig gut aus. Ja. Also wenn ja. man sich das so anschaut, hat die eine tolle Optik da. Und auch die Frontscheiben, die da so rumgezogen sind in den Korpus rein. Also... Ja, also wirklich großes, tolles Kino, was da passiert. Erste Sahne, ja, ganz groß. Erste Sahne. Ja, hat natürlich tolle innere Werte übrigens auch, wenn man oben durch die Fenster reinguckt und sieht einen Maschinenraum angedeutet. Also diese Maschine hat wirklich so viele Details in allen Bereichen. Und was ist, ich kann mich daran erinnern, dass der Boden unheimlich interessant war, wo ich noch gesagt habe, warum braucht man denn so viele Details da unten? Genau, die Anlenkung. Ich meine, man sieht sie natürlich auch ein bisschen von der Seite. Aber es ist natürlich, wenn man so ein tolles Modell hat, das ist ja wirklich kaum noch zu toppen, dann muss natürlich auch die Bodengruppe entsprechend gestaltet sein. Und Sie sehen sowohl am Drehgestell, wie viele Details da dran sind, als auch unten die Anlenkstangen. Also ich glaube, dass man so ein Modell tatsächlich in Großserien nicht mehr besser machen kann. Super. Ja, was ich ja vergessen habe, ich habe ihn ganz vergessen zu sagen, wann sie jetzt denn ausgeliefert wird. Die kommt also jetzt Ende September und der Preis ist... ungefähr so 210 Euro für die Gleichstromversion. Die gibt es natürlich dann auch als Wechselstromversion und in Soundversion. Also, ach ja, Herr Fröhlich, was fahren Sie denn da gerade jetzt her? Ja, unser EAUS ist auch wieder der EAUS. Ganz tolles Modell geworden. Tolles Muster da. Griffstangen überall dran. Und wenn schon die 216 auch noch neben dran steht, dann habe ich gedacht, dann nutzen wir das doch und zeigen beide nochmal. Und der EOS ist komplett neu? Der ist komplett neu. Und was ist da besonders dran? Also, ist ja ganz normaler Güterwagen für mich. Ja, ja, aber das ist so ein Allerweltsgüterwagen, der also wirklich doch. Überall unterwegs ist. Und
den man auch heute noch überall sieht. Bei dem haben wir natürlich die länderspezifischen Besonderheiten immer umgesetzt. Das heißt, die Pufferplatte ist entweder eine DB-Pufferplatte oder wir gucken, dass wir eine Schweizer dran haben. Jetzt haben aber immer, nicht am gleichen, ne? Nein, da gucken wir schon, da machen wir keine Vorne Schweiz, Geschichte. Hinten DB, ja? Je nachdem, wo er steht auf der Grenze. Nein, machen wir nicht, keine Sorge. Nein, ist ein schönes Teil geworden. Also ja, auch die Seilanker sind ganz toll geworden. Und unten drunter der Kessel, das ist jetzt ein typisch italienischer Kessel, der unten drunter verbaut wurde. Mhm. Und wir gucken halt wirklich, dass das immer länderspezifisch passt. Und da diese Wagen in ganz Europa unterwegs waren und sind, ist das ein Wagen, wo eigentlich jeder Modellbahner braucht draußen. Und nicht nur einen, sondern möglichst massenhaft, auch im Bahnhof stehend. Und sagen Sie mal, haben wir da nicht auch Beladung dazu? Weiß gar nicht, ob Sie das jetzt schon hätten sagen sollen, Herr Dr. Wilfer, aber ja, vielleicht. Nein. Gut. Ja, also das ist der EOS und die 216er haben Sie dahinter gehängt oder davor gehängt. Die hatten wir ja, glaube ich, beim letzten Video schon vorgestellt. Ja, genau, der hat ja Konstrukteur und, vorgestellt. Auch ein ganz tolles Maschinchen. Ist auch für mich persönlich so ein emotionales Teil. Die 010er, also die Ursprungsversion haben wir da gemacht, die doch, glaube ich, sehr unterschiedlich ist. Sehr von unterschiedlich. Anderen. Ist so ein Twitter zwischen der Vorserie und der Serie. Und da haben wir ja alles umgesetzt. Ja, wir kennen ja die Diskussion. Für uns ist es wichtig, dass da wirklich jede Änderung auch nachgebildet ist. Und Theater mit dem Sound, sag ich Ihnen. Wir haben ja die 216er aufgenommen und dann hieß es, ja, aber jetzt kommt ja die Vorserienmodell, da müssen wir einen neuen Sound haben. Und ja, ich sag, wieso? Wir haben doch gerade aufgenommen. Ja, das ist die normale Maschine gewesen. Ja, und jetzt wird halt dann nochmal der Sound für die 216er, für die Ursprungsversion gemacht, weil die offensichtlich ganz anders klingt. Weiß wahrscheinlich keiner, aber klingt anders. Und wir machen eben authentische Sounds, was eben auch unsere Soundabteilung auszeichnet. Und wir legen da sehr viel Wert drauf, dass das eben wirklich gute Sounds sind. Und wenn Sie die noch nicht gehört haben, gehen Sie mal zu Ihrem Händler, lassen Sie sich mal die Pico-Sounds mit dem Decoder 4.1 vorführen. Sie werden wirklich überrascht sein. Gigantische Sounds haben wir. Ja, kommt auch von den Klemmern nur gute Rückmeldungen, also auch von der Presse. Man merkt es einfach, dass wir zum Originalfahrzeug rausgehen und das ist einfach dann authentischer geht es ja nicht mehr. Das ist schon einfach toll. Ja, Lieferung, Auslieferung, damit ich es nicht gleich wieder vergesse, muss ich mal auf meinen Zettel schauen. Der EOS kommt Ende Oktober in den Handel. Zweier-Set ca. 60 Euro und die 216er kommt auch im Oktober in den Handel, Größenordnung von 150 Euro. Die gibt es natürlich dann, wie ich schon sagte, eben auch im Sound und natürlich auch als Wechselstromversion mit MFX-fähigen Decoder. Gut, ja, haben wir noch was? Ja, da haben wir noch eine ganze Reihe. Also sollen wir gleich weitermachen? Schauen wir mal. Okay.